brauchst Gluten oder sowas. Ach, ich kann mir eine kleine Scheibe sogar kaufen. Aber 800 Ja, dann mach Seelen. das. Ja, mein Gott, du hast du bestimmt genug, oder nicht? Ja, aber das gibt's auch, er hat auch Funkeltitanit und grüne Scherben und so. Bringt dir jetzt erstmal nichts. Ja, komm, mach ich mal hier dann 13 hol ich dann kleine Scherben. So. Ja, kannst, hast du dann noch genug Seelen, dass du aufwerten kannst? Ja, Guck 19.000 mal, habe wie ich. viele kleine. Ja, guck mal, wie viele kleine Scherben du jetzt brauchst, um die Waffe noch einmal aufzuwerten. Und dann kaufst du nur die. Also Und dann guckst du danach wieder, wie viel du brauchst, und das kaufst dann Großschwert wieder kann so ich nicht viele mehr du brauchst. leveln. Das ist weg. Plus 5 Ja, Scopes dann ist das. Maximum. Nein, du brauchst noch eine andere Glut, dann kannst du das Ah, weiter okay, dann oder verstärken. so. Ja gut, dann war's das halt. Okay. Okay, Rüstung verstärken brauche ich, glaube ich, auch nicht bis jetzt, oder? Doch, komm, scheiß drauf, ich level mal diese Rüstung. Nur hier den Oberteil. Du kannst alles leveln, was du willst, also du kannst da eigentlich nichts falsch mitmachen. Ich Weil die ist level. relativ leicht, die Rüstung, dann kannst du die später immer noch tragen. Da komm, mach ich mal plus 5. Dann die Gamasche mach ich plus. Hier plus 3. Okay, nochmal plus 4. 5. Und Eisenarmreif mach ich. Das kann ich auch nochmal leveln. So, alles plus 5 gemacht, bis auf den Eisenarmreif, aber ist ja egal. Und dann kaufe ich noch von dem Händler Waffenschmiedekiste. Ja. Die 2000. Ach, ich kann nur einmal kaufen. Okay. Reparaturen kann ich auch noch holen. So. Riesengamaschen, Riesenstulpen, Riesenrüstung, Riesenhelm. Oh gut. Sind die gut? Weißt du das? Ja, Riesenhelm, Riesenrüstung, ja. das ist die Rüstung, die ich immer habe. Ja gut, viel kann ich auch nicht kaufen, die kosten teuer. Aber merke ich Ja, kannst mir du später immer noch kaufen. mal. Du kannst ja nachher sowieso hinreisen, also Ja. passt schon. Dann kann ich hier wieder das Schwert drauf machen. Jetzt müsste ich eigentlich mehr Schaden machen, hoffentlich. So. Ja, das hat sich schon mal gelohnt, hier zu kommen. Ach, check man das schon auf, ne? Okay, dann kommen wir wieder zurück, oder? Ey, warte, geh mal die Treppe da runter, da vorne. Guck da, ob da noch was liegt. Achso, ja, stimmt, da lag was, ja, Hier. gut. Gut, dass du darauf hingewiesen hast, weil ich hatte da schon vorher was gesehen. Ja. Ja! So großer Brocken. Den habe ich auch in meiner Hose. So. Okay, Hier haben wir hier war das das. Shortcut, den haben wir jetzt aufgemacht. Ja. Guck mal, was der für ein Riesenhammer hat. Das Schwert, das sieht aus wie Zahnstocher. Ja. Dass man seinen Hammer bekommt, ey. Wenn man ihn tötet. Den kriegst du. Ein Kleinformat meinst du Aber so? es. So wie bei den Du. McDonalds-Dingern. Hab ich den nicht sogar. Aber das lohnt sich nicht. Also später, bevor du ins Jugend Plus gehst. Aber so jetzt bringt dir das nichts. Weil der hat. Bei dem kannst du gutes Material kaufen. Waffen aufwerten. Ja. Und ja. Okay. Also, reicht auch aus. Oh. Ja, wieder jemand gespawnt. Ach, da. Ah, der hat uns schon gesehen. Ja, weil ich zu weit gelaufen Ah, komm, der. Was soll bin. das denn für ein Fall? Das ist ein riesen Drachentöter-Großfall. Ne, ich meine nicht, dass er wohl. Hat der den geschossen, ne?
Was? Okay, vielleicht ist meine Waffe kaputt. Vielleicht. Weiß ich, wie Schaden ich eben gemacht habe. Guck mal, wie viel. 34. Dann guck mal da, Robustheit. Wie viel die Waffe hat. Nee, ich geh schon. Kannst du mir mal einen Screenshot schicken? Warte mal. Ja, guck mal, Robustheit. Und dann geh wieder raus, so dass. Dann geh mal raus, so dass es, dass du wieder ganz normal im Spiel bist und mach mal einen Screenshot, schick mir den mal bitte. Soll ich mal, also ausloggen meinst du? Was meinst du? Nein, nein, Screenshot. Schicken. Ich muss sehen, was du für Symbole hast, unter deiner grünen Leiste. Achso, okay, warte mal. Ach, warte mal, da kann ich ja sagen, was da für Symbole sind. Das ist so ein Pfeil nach unten, ja, okay, so ein roter Pfeil nach unten. Ja, Waffe kaputt. Wie mach ich das dann? Dann müsste die eigentlich kaputt sein. Ja, dann musst du die. Wechsel mal die Waffe, dann guckst du, ob das Symbol weg ist. Mach ich mal hier Stachschwert rein? Nee, auch nicht. Kannst du mal mit dem Handy oder so irgendeinen Screenshot machen, dass ich mir das mal angucken kann? Ja, kann ich machen. Ich kenne ja auch nicht mehr alle auswendig von der Beschreibung her. Also wenn es so ist, dass das Schwert. Also, na komm, jetzt schickst du es erstmal. Weil der Typ, der steht hier vorne, ne? Der versucht die ganze Treppe hochzukommen, aber ist einfach zu fett dafür. Ja. Sei froh. Ja. Ich glaube, man erkennt das. Ich habe das mal so links gemacht. Von der Seite aus, weil ich nicht aufstehen wollte. Ja, wird schon passen. Lass mal sehen. Ja, also, man merkt das Spiel. Aber gut, immer wenn ich das Spiel neu gestartet habe, ne? Also immer wenn ich in das Spiel reinkam, kam auch das Symbol irgendwie Waffe kaputt und so, ne? Ja, ich meine, dass auch die Waffe kaputt wäre. Kannst du die mal wechseln? Ja, aber das ist ja also die Sache halt, ne? Ich, egal welche Waffe ich genommen habe, ne? Also ich habe ja vorhin mit dem Bitchbag gemacht, ne? Da stand einfach Waffe kaputt. Okay. Mhm. Kannst du mal bei deiner Rüstung gucken, wie viel die Robustheit ist? Gehst auf das Rüstungsteil mit X drauf und dann Viereck. Bei einer 50. Auch bei einer 50. Bei einer 50. Bei einer 50. Bei einer 26 und 230 hat das Schild. Das ist auch noch 200 von 200. Ich verstehe es nicht. Ich meine, das kann aber auch ein Bug sein. Das kann wirklich ein Anzeigefehler. Das könnte auch sein, aber ich habe den gerade mit einem Hit, ne, 32 Schaden gemacht mit dem Langschwert. Ja, das dürfte eigentlich nicht sein. Ja, aber macht es 120 Schaden, aber 120 Schaden? Hatte ich vorher mehr gehabt? Hm. Was ist mehr? Also hat es vorher nicht genauso viel? Ich weiß nicht. Nimm mal die Kräuter. Oder Blitzspeer. Musst du die Waffe aber rausnehmen, also tauschen. Ja, mach schon. Hab ich. Ist er jetzt weg? Nee. Wegnersymbol ist nicht weg. Lass uns weitermachen. Jetzt kommt gleich der Boss, danach kannst du teleportieren. Ja, dann geh ich mal zum Schmied. Konntest du bei dem keine Waffen reparieren? Beim Schmied. Könnte ich nochmal gucken gehen. Wo war der denn nochmal? Hier oben, ne? Hier aus da. Mhm. Obwohl. Ich glaub schon, ne? Mal schon gucken. Ja. Ja, wenn es ein Bug ist, dann ist es natürlich scheiße, ne? Weil wenn der Bug halt nicht verschwindet und die Waffe... Nein, das glaube ich aber nicht. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, dass so irgendwas ist, was wir gerade nicht bedacht haben. Ausrüstung reparieren. Ja. Aber die Waffe kann ich nicht reparieren. Und Ausrüstung? Also Rüstung? Rüstung mir auch nicht. Hm. Ja, ich guck mal, ich nehme das jetzt mal auf beiden Händen halt, ne, vielleicht
Schatten ist eventuell. Ist es jetzt weg? Nee. Richtig? Wäre halt scheiße, wenn ich jetzt wegen einem Bug irgendwie das Spiel nicht so. Alter, dieses Wackeln, ne, geht mir auch voll auf die Eier. Irgendwie ist das voll komisch, ja. Mein Charakter schwingt hin und her, ne? Das ist. Keine Ahnung, was das soll. Also rechts, links, meinst du mit dem Laufen? Aber nicht. Ich halte aber den Controller gerade, ne? Aber. Weiß nicht, ob es so. Guck. Oh, ja. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Ich glaube, beide, ey. Leute, deine ist hochgekommen. Die sind beide da. Oh oh. Oh ne, jetzt nicht sterben hier. 79 Schaden habe ich gemacht. Wo sind die? Sind die runtergefallen? Ne, deine ist hier noch. Ach, der hängt ja hier. Hier. Ey, 79 Beide hätte ich noch. Lol. Komm. Nee, nee, ich hab den Gegner gekillt. Nee, ich glaube, das ist da verpackt irgendwie. 79 Beidhändisch darf ja, dürfte ja eigentlich gar nicht sein, ne? Bei plus 5. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht musst du gleich nochmal zu einem anderen spielen. Normalerweise musst du. Wenn die Waffe in Gefahr ist und dann zerbricht, du hast das letztens ja gesagt, Waffe zerbrochen. Ja. Da musst du damit zum Schmied gehen und die da reparieren. Ja. Also und dann ist sie wieder in Ordnung. Hm? Ein Mischungsschmied meinst du das? Ja, das sind ja alle Schmiede. Also ich meine, dass du reparieren kannst bei allen. Ja, und das ist ja die Sache. Du hast doch eine Reparaturkiste, dann kannst du das normalerweise da machen. Die hast du aber am Anfang nicht gekauft, weil wir gesagt haben, komm, dann heb dir lieber die Seelen auf. Aber das gilt dann doch bestimmt nur bei der Waffe. Bei allen Waffen steht ja, also bei allen Waffen ist ja irgendwie dieses Symbol oben links. Egal welche Waffe ich aufnehme. Ja. Deshalb musst du eigentlich die Waffen reparieren können. Ist hier ein Zeichen? Nee, auf der anderen Seite war ein Zeichen. Ja. Warte mal, lass mal hier. Genau, wie, nee, ruf dir noch nicht, komm mal die Treppe wieder hoch. Ja. Treppe rauf und dann ganz bis zum Ende gehen, bis zu den Fenstern. Ich kann ja nochmal, wenn wir den Boss besiegt haben, mal mich ausloggen. Dann kann ich ja nochmal sagen, ob das steht, Waffe zerbrochen oder so. Ja. Geh danach erstmal zu dem anderen Schmied nochmal. Ja. So, Sieht bei dir nicht so aus, dass ich die ganze Zeit hin und her wacke, guck mal. Zittermäßig. Ja, geh mal ganz normal, geradeaus. Kannst du nicht geradeaus gehen, oder? Da geh ich ja. Du gehst bei mir ganz normal. Also so, meinst du? Ja, bei mir ist es die ganze Zeit so. Ist der Charakter die ganze Zeit am Wackeln. Das wirst du auch später bei mir geht auch ganz mal normal. Irgendwie. Echt? Weil das wird. Kann das sein, dass vielleicht nicht. Kann das am Spiel vielleicht liegen? Ich weiß es nicht. Weil irgendwie, das ist irgendwie voll komisch, weißt du, die Gangart, die Waffen, was soll ich denn machen am Fenster? Das, ja, das was du beschreibst, das kenne ich eigentlich nicht, warte, lass mich mal durch. Hier müsste irgendwo was liegen. Pass mal. Also hier nicht. Folg dir mal. Hier. Sieht nichts. Da liegt was, hier. Ja, da liegt was. Drachen, Töter, Großbogen. Ah, nice. Und jetzt hier raus? Das ist der Bogen, mit dem die Silberritter geschossen haben. Ah, das ist immer gut. So. Dann können wir jetzt eigentlich nach unten gehen, wieder ins Leuchtfeuer. Bescheuert aus. Dieses Schild. Oh, nice. Also, ich versuche mal jetzt bei ihm ein bisschen Schaden.